Hallo Leute und willkommen hier heute mal wieder zu einer neuen Folge von Plug Inc. Ja, in der heutigen Folge werden wir weitermachen mit dem Virustyp von unserer Krankheit. Und Leute, ich würde sagen, laden wir uns auch gar nicht so viel rum und ja, starten wir direkt rein. Let's go! So Leute, Virus, fortfahren und der folgende neue Gentyp ist entdeckt und freigeschaltet worden. Bonus DNS in Einzelspieler. Okay, let's go. Gen hinzufügen, Bonus DNS. Let's go. Ballen wir auf jeden Fall rein. Fortfahren. Wir machen natürlich wieder normal. Hier nennen wir uns heute. Letztes Mal waren wir die Adlerseuche. Dieses Mal sind wir. Wie sollen wir uns nennen? Virus. Wir sind Virus. Das heißt, wir nehmen. Keine Ahnung, was nennen wir uns? Wir sind der YouTube-Virus, Alter. YouTube-Virus. Spielen. Stadtgebiet wählen. Ich würde sagen, wir nehmen Zentral. Westafrika. Ich will eigentlich Zentralafrika hier. Letztes Mal. Obwohl, komm, wir machen wieder Algerien. Das war letztes Mal mies gut. Let's go. YouTube-Virus befällt Algerien. Finde ich sehr, sehr gut. So, 9 Punkte. Wir können, glaube ich, noch nichts reinskillen. Doch, wir können schon in Luft reingehen. Das machen wir auch direkt schon mal. YouTube-Virus wurde erfolgreich weiterentwickelt. Let's go. Wir können hier auf jeden Fall mal 2 machen. Krankheitstyp. Jojojo, das weiß ich alles. Alles chillig. So. Nicht wundern, ich bin ein bisschen krank, Leute. Ich habe Halsschmerzen und so. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Geht auf jeden Fall fit. YouTube-Virus beginnt sich auszubreiten. Ja, das hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Wir sind jetzt hier bei, 31 Infizierten. Berühre das DNS, also das ist nicht wichtig. Millionen Vorbestellungen für mich. Okay, saubere, billige Energie entdeckt, chillig. Anämie-Symptom, Symptome machen wir direkt weg, weil das bringt uns nichts, das werden wir nur entdeckt. Habe ich keinen Bock. Oh, wir kriegen sogar 3 DNS zurück. Geil. Das machen wir so. YouTube-Virus infiziert 100. Der finde ich richtig geil. Irgendwie hat gerade mein Lenkrad Bock und fängt gerade einfach an, sich zu installieren oder so nebenzu. Stark. Hier DNS-Blase. Let's go. Bam. So. 29 Punkte, jetzt können wir wieder reinskillen. Übertragung, Wasser gehen wir rein und an heißen Gebieten waren diese Insekten eigentlich auch ganz gut. So, 8 Punkte haben wir sogar schon wieder. Geht eigentlich voll fit. Jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Westafrika. Und hier jetzt schon 5000 Infizierte. Richtig nice, okay. Sind wir schon bei 10.000 fast. 11.000, 14.000. Schlafstörung, das machen wir direkt wieder weg. Habe ich keinen Bock drauf. Symptome. Schlafstörung, Rückentwicklung 4. Was kosten? Das kostet 4 DNS. Ja, müssen wir eigentlich machen. Die entdecken uns sonst, das ist nicht gut. Normalerweise kriegen wir immer Punkte eigentlich zurück dafür, aber aktuell müssen wir halt ein bisschen dafür zahlen, weil das halt so ein mutierender Virus ist. Es ist immer bei jedem Virus und Krankheitsart ein bisschen anders. Aber wenn wir jetzt direkt entdeckt werden, werden wir direkt geheilt und das bringt nichts. 12 Punkte. Ja, gut. Bisschen ballern. Ich hoffe halt, dass wir jetzt halt schnell genug Punkte für die nächsten Übertragungsleute-Dinge da haben. Oh mein Gott, das kostet halt schon 5, ne? Ja, aber ich muss es machen. Irgendwann können wir es nicht mehr machen, aber am Anfang, wir müssen es machen, weil sonst bringt es nichts. Die entdecken uns zu früh. Und dann haben wir nichts davon. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ob wir das später auch noch hinbekommen. Ich denke, Virus ist noch möglich. Ist jetzt nicht so schwer. Aber nachher könnte es schon interessant werden, Leute. So viel kann ich mal sagen. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht. Ach, Digga. Immer wenn diese DNS-Blase da kommt. Dann. Wir tippen das nächste Mal diese DNS-Blase nicht an, Leute. Ob das dann auch kommt oder nicht. Einmal machen wir das. Vielleicht kommt es da nicht. Vielleicht. Es wäre intelligent, Leute. Es wäre echt intelligent. Ja gut, 10 Punkte, wir müssen jetzt halt in Übertragung skillen, ne? Ja, diesmal, wir tippen es nicht an. Kommt dann trotzdem diese Mutation oder nicht? Leute,
Ich habe einen Weg gefunden. Diese DNS-Blast nicht anklicken, dann kommen auch keine Mutationen. Habe ich jetzt die neue Taktik erfunden oder ist es einfach nur... Nee, es mutiert trotzdem. Cooles Ding. Cooles Ding, cooles Ding, cooles Ding. Ja, ich kann es jetzt diesmal nicht mehr. Ich muss jetzt einfach so schnell genug sein. Wenn wir die Runde jetzt nicht schaffen, liegt es daran, dass ich diese Punkte da immer nicht mitgenommen habe in diesen DNS-Blasen. Ja. Gut, Leute. Aber wir können jetzt nicht aufhören, da rein zu skillen. Weil die werden uns jetzt zwar entdecken, aber wir müssen da irgendwann mal vorankommen. Weil es bringt sonst nichts. Den S-Pass 21 Punkte, jetzt Übertragung. Luft 2, let's go, rein da. Komm, komm, komm. So. Ja, okay. Das ballert so langsam jetzt hier in Afrika. Jo, ich hoffe, das geht jetzt hier nachher nach unten. Nach Ostafrika und so. Und Südafrika. Ja, gut. Kriegen wir nochmal ein paar Punkte. Oh ja, jetzt so langsam, es ballert ein bisschen. Man merkt schon, diese Luftübertragung durch Flugzeuge und auch Luft ist halt. Ist halt schon krass, das merkt man dann schon. Zystensymptom, okay. Cooles Ding. Neue unscheinbare Krankheit breitet sich aus. Gut, jetzt zu Lamsang merken die Ärzte halt, dass da irgendwas nicht stimmt, weil die halt Symptome haben. Arznei in Spanien hemmt Infektion. Genau deswegen müssen wir jetzt hier in Arzneimittelresistenz reingehen. Sonst breitet sich in den wohlhabenden Ländern der Virus nicht aus. Marokko startet Arbeit an Heilmittel. Junge, wie früh wollt ihr anfangen? Die auch nur so. Ja. So, jo, okay, jetzt kriegen wir aber doch ein paar Punkte. Tagessensibilisierung für YouTube-Virus. Ja, aber YouTube muss die Welt übernehmen, Leute. Hier, wir sind an Hitze gewöhnt, heißt, wir gehen in Kälte rein. Kälteresistenz. Eins zumindest. Und dann müssen wir Arzneimittelresistenz 2 geben. Weil ihr seht hier in Deutschland, Spanien, es ballert kaum, weil die halt Antibiotika haben, wo halt das Ganze hemmt. Hier, oh, okay, 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 okay. Alter, jetzt ballert es komplett. Ich mache mal kurz Geschwindigkeit auf 1, weil sonst komme ich gar nicht so schnell hinterher mit dem Klicken. Übertragungen, Wasser 2, das machen wir nachher auch sowas von. Aber wir müssen jetzt hier noch kurz in... Was denn, wie viel kostet das? 27, jo, okay. Mexiko bei Heilmittelforschung führend. Ja, verpiss dich mal mit deiner Heilmittelforschung. Jo, okay. Jo, chill. Okay, chill doch mal. Alter, chill doch mal. Junge. Jo, okay. Oh, okay. Übelkeit. Okay. Übelkeit. Ja, das sind so Symptome, die sind jetzt nicht so wichtig. Die machen nicht tödlich. Nicht wirklich tödlich. Jetzt können wir reinskillen. Fähigkeiten. Was ist das da hier? DNS wird instabiler, was zufällige Mutation fördert. Ja, da können wir mal gleich reinskillen. Etwas. Wenigstens so ein bisschen. So. Jo, okay. So, ja gut. Leute, wir infizieren gut, aber die sind auch schon bei 2%. Das darf man nicht unterschätzen. Am Anfang forschen die nicht so schnell, weil ich bin jetzt nicht so eine krasse Krankheit, wo irgendwie tödlich ist. Deswegen juckt es die nicht so krass. Aber sobald wir tödlich werden, Junge, die forschen so schnell. Ja gut, ist ja auch realistisch, aber müssen wir drauf aufpassen. 19 Punkte können wir irgendwie hier mal Übertragung noch. Bioaerosol, das brauchen wir eigentlich schon. Wie viel? 21. Das spare ich jetzt noch kurz, die 2 Punkte. Ja, nice, let's go. 7 Punkte gerade einfach bekommen. Bam, das ist wichtig, Leute, das brauchen wir. Hier müssen wir noch das da hier machen. Kälteresistenz 2 und das hier können wir vielleicht noch machen. Wie brauchen wir? 16. Die kriegen wir. 16 Punkte kriegen wir. So. Leute. Ich hoffe, dass das trotzdem was wird. Weil wir brauchen halt die Kälteresistenz gegen hier, gegen Grönland. Weil Grönland ist wirklich, gegen Grönland, du kannst gefühlt sonst nichts machen. Oh, hier geht es aber ganz schön ab in Afghanistan und so. Oh, Norwegen. Ich glaube, es war Österreich oder so. Nee, zu Zentraleuropa einfach. Bam, bam. Okay. 32 Punkte. Wir müssen jetzt dann so langsam ein bisschen sparen halt, für dann, dass wir nachher gescheit tödlich werden können. Aber da gehe ich noch rein. So, jetzt warten wir einfach mal ein bisschen ab und schauen einfach, dass die Welt jetzt hier nicht ganz so abgeht mit Heilmittelforschung. Weil da hätte ich gar keinen Bock drauf. Okay, wie viel haben wir? Wir haben die halbe Menschheit ungefähr. Ich hoffe, dass wir hier aber noch weiter abgehen können. Schwitzen-Symptom, okay. Ja, die Symptome, jetzt gefallen mir die Symptome, weil jetzt müssen wir auch ein bisschen tödlich werden. Wenn wir, sobald wir hier 100 haben, verwasten wir die weiteren Punkte. Deswegen, dann gebe ich wieder ein bisschen was aus. Aber
Ich spare mir die, dass wir nachher schnell genug tödlich werden können und gleichzeitig die Heilmittelforschung bekämpfen können. YouTube-Virus-Gene manipuliert. Ihr spinnt doch alle. Ja, komm, Leute. Was soll der Geiz? Bam. Hitzeresistenz brauchen wir nicht. Übertragung. Das haben wir. Sollen wir noch wo reingehen? Aber ich glaube, das reicht sogar, Leute. Ich glaube, das reicht. Fieber. Oh mein Gott. Ja, wir haben schon viele Symptome. Oh mein Gott, wie viele Symptome haben wir? Wir sind nachher gleich tödlich. Gefühlt instant. Erster Todesfall. Okay. Jetzt fangen die so an zu forschen, Leute. Das glaubt ihr mir nicht, ne? Die fangen so jetzt an zu forschen. Das ist geisteskrank. Wir gehen nochmal in Übertragung. Kalte Gebiete. Ländlichen Gebieten. Urbanen. Ich will kalte Gebiete. Junge, ich will kalte Gebiete. Kann man nichts für kalte Gebiete machen. In heißen Gebieten. Nagetier. Was sind urbane Gebiete? Ich weiß nicht, was urbane Gebiete sind. Egal, machen wir. Maus 1. Ja, Maus 1 reicht mal. Das ist Nagetier 1. Okay, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen sparen. Ich glaube, die Immunsuppression. Ich muss gucken, wie tödlich das ist, weil das hört sich gerade ein bisschen krass an. Was ist Immunsuppression? Ja, gut, geht noch. Bisschen tödlich ist okay. Aber nicht zu tödlich, weil sonst sind die Menschen gleich weg. Grönland. Oh, Grönland ist infiziert. Das ist wichtig. Vollständiges. Oh mein Gott. 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 Das muss doch. 7 Punkte kostet uns das. Ja, aber wir können nicht tödliches Organ. Vollständiges Organ versagen. Sonst sind die Menschen instant weg. Bekämpfe die Heilung. Ja, ich muss noch ein bisschen ein paar Leute infizieren. 25% schon. 26. Lungenentzündung. Ja, lassen wir jetzt mal. Wir werden jetzt schon noch voll infiziert werden hier. Schweden hat noch keinen Bock, Finnland und hier Ukraine und so. Und Grönland hat natürlich wie immer keinen Bock. Oh mein Gott, 34%. Lungenöben, okay. Ja, wir müssen jetzt hier nachher gleich mal in Genumbildung und so machen. Methode ist doch Pest. Oh, jetzt gehen die ab, Alter. Bei 50% müssen wir tödlich werden, spätestens. Grönland, Junge, Grönland, bitte. Globale Forschung, richtet Blick auf Heilung. Hilfe, das geht jetzt gar nicht. 90%, Leute. Wir müssen jetzt hier schauen, dass wir tödlich werden. Wir müssen jetzt hier in vollständiges Organversagen vielleicht reingehen. Und sonst noch wo. 47% jetzt schon Heilmittel. 50%. Wir haben doch jetzt hier gleich 7 Milliarden. Das sollte. Ja, Symptom mutiert nochmal. 96 Punkte. Leute, wir gehen jetzt rein. Vollständiges Organversagen. Hier, das da hier. Da ballern wir noch rein. Das machen wir noch. Und hierfür brauchen wir 16 Punkte. Da sparen wir auch noch drauf. So, Leute. Frankreich beginnt zu zerfallen. Bam. Gesamte Menschheit ist infiziert. Das ist wichtig. So, 16 Punkte. Was habe ich gesagt? Das war das, genau. Bam. Rein da. So, jetzt, das können wir, das schaffen wir. Ich sag, Leute, wir schaffen das. 56%? 57%? Junge, das schaffen wir. Schlafstörungssymptom mutiert, das ist auch gut. Ja, die Symptome sind jetzt schon ganz gut. Oh mein Gott, guck mal, wie viele Punkte wir jetzt bekommen. Das ist richtig gut jetzt. Eigentlich ist es richtig gut. Hier haben die schon ein paar Sachen geschlossen. Jo, wie viele Punkte kriegen wir? Lähmung, bam. Zysteninfektion, bam. Niesen können wir noch entwickeln. Ah, let's go. Ja, das gewinnen wir. Hier verfallen schon wieder ein paar Länder. Das sollten wir schaffen. 15, 18 Punkte. Wir kriegen so viel, ne? 25, 27. Kann man hier noch irgendwas Tödliches machen oder so? Ja, das da geht noch voll fit. Ja, das Ding ist over. 11, 12. Ja, das kommt kaum noch voran und es ist jetzt komplett weg. Ja, 100 Millionen nur noch. Hier nochmal ein Symptom. 7 Milliarden sind, ne? Ja, das sollten wir schon gewinnen. Es sind nur noch 20 DNA-Punkte, nur noch 3 Millionen Menschen. 2 Millionen, 1 Million, 600.000, 200.000, 100.000, 940.000, 8.000, 1.000.
YouTube-Virus wird die Menschen vernichten. Ja. Und 0. Und wir haben die ganze... YouTube-Virus hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Was? Ausgelöscht? Ah ja. Leute, wir haben es schon wieder geschafft. Auch wenn der Anfang startet, vielleicht nicht so nice war. Sogar schneller als in der letzten Folge. Wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, schaut die sehr gerne auch noch an. Ja, Leute, ich wollte nur mal noch mal ganz kurz anmerken, es ist immer noch ein Spiel, Leute. Ich will nicht, dass es in echt oder so passiert. Deswegen, es ist, wie gesagt, nur ein Spiel. Wollte ich nur noch mal kurz anmerken. Ja, Leute, wir haben Gesamtwertung 3 von 5 Sternen. Ja, okay. Hätte man besser machen können. Leute, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge von Plug Inc. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Und wenn ihr irgendwelche Tipps und Tricks habt, schreibt's auch gerne rein. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao, ciao.